Ich begrüße Sie herzlich im Namen der CDU im Bergischen Land, im Namen der Kreisverbände, der Großstädte Düsseldorf, Solingen, Remscheid, Wuppertal und der Landkreise Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis und Mettmann. Und daran sehen Sie schon, dieser Bezirksverband deckt die ganze Breite ab. Großstädte und Landkreise mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Städte, die Universitäten haben, Städte, die sich um den innerstädtischen Verkehr kümmern, Städte, die Sorge haben, dass Staus auf Autobahnen sind, oder Städte, die mittelstandsgeprägt sind, und Städte und Gemeinden, die große Weltkonzerne beinhalten. Und das ist ja das, was unsere Aufgabe ausmacht, sich um die vielfältigen Interessen und Fragen der Bürgerschaft zu kümmern. Und zweitens grüße ich Sie auch ein Stück als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, gerade heute hier an diesem Tag in meinem Bezirk. Sie wissen, dass ich nicht zu denen gehört habe, die alles top fanden, was wir da in Brüssel gemacht haben. Ich habe immer zu denen gehört, gesagt haben, wir müssen nicht jeden Kleinscheiß da regeln. Aber eins ist auch klar, und darum geht es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten drin, es geht nicht um die kleinen Dinge, es geht jetzt um die ganz großen Dinge. Ob wir es schaffen, dass dieses Europa zusammenbleibt, oder ob Egoisten und Nationalisten dieses Projekt kaputt machen. Und da kommt es auf uns alle an, dass wir uns anstrengen. Da muss jeder seinen Beitrag leisten. Und das ist heute ein guter Anfang dafür. Und last but not least will ich berichten, ich komme gerade zurück aus Griechenland, da habe ich zwar normalerweise nichts zu suchen, aber ich habe die Frontex-Polizisten besucht, also die aus Nordrhein-Westfalen, die da ihren Dienst machen, ihren kleinen, aber wichtigen Beitrag leisten, dass Grenzen in Europa gesichert werden. Und das ist eben der Unterschied zu den Schlaumeiern, die überall rumrennen. Das Problem von Flüchtlingsströmen, das Problem an die Grenzen zu sichern, kriegen wir nicht dadurch hin, dass wir irgendwo Grenzen hochziehen, sondern dass wir die ernsten Grenzen tatsächlich schützen, dass wir dafür sorgen, dass da auch Polizisten hinkommen. Und ich glaube, meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, da kommt es auch darauf an, dass jedes Bundesland seinen Beitrag leistet. Ich bin dafür, dass wir aus Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft ein paar mehr Polizisten dahin schicken. Solidarität muss man nicht nur quatschen, sondern Solidarität muss man beweisen, jeden Tag. Ja, und last but not least, ein Grußwort soll ja nicht lang werden, aber am dritten Punkt braucht es immer noch, begrüße ich auch ein Stück hier am Sitz der Landesregierung in Düsseldorf im Namen aller derjenigen, die von der CDU in der Landesregierung sind. Wir bemühen uns wirklich sehr engagiert, seit fast 2 Jahren eine gute Arbeit zu machen. Und ich glaube, bei dem Thema, für das ich zuständig bin, bei dem Thema Sicherheit, kommt man auch Stück für Stück voran. Wir haben den Leuten nie versprochen, wir werden denen auch nie versprechen, dass morgen Phantasialand oder Schlaraffenland ist, sondern es ist harte Arbeit, jeden Tag aufs Neue, jeden Tag aufs Neue. Aber man kann die Sicherheit in diesem Bundesland verbessern. Ich glaube, das haben wir schon bewiesen. Wir haben mehr Personal versorgt, wir haben dafür gesorgt, dass die Ausstattung der Polizisten besser wird. Wir haben ein Polizeigesetz verabschiedet, was sich wirklich sehen lassen kann. Und insofern, natürlich sind noch nicht alle Probleme vom Tisch. Mein Gott, wie soll das gehen? Aber Stück für Stück lösen wir die Versprechungen ein, die wir gemacht haben, und wir kümmern uns. Wir kümmern uns konsequent darum. Und natürlich passieren dann auch mal Fehler, und ich will das offen ansprechen. Polizisten sind auch Menschen, und Polizisten machen auch Fehler. Aber eins ist klar, wenn man sagt, wir machen konsequente Sicherheitspolitik, dann gehört dazu auch, dass da, wo ein Polizist einen Fehler macht, der Chef der Veranstaltung, also auch der Innenminister, sagt, so geht's nicht, das muss ich kritisieren. Das müssen wir ändern, das gehört auch dazu. Aber wir dürfen dabei doch nicht vergessen, dass über 40.000 Polizisten jeden Tag hier einen super Job machen. Und denen möchte ich nochmal Dankeschön sagen. Und ich lasse mich auch nicht dann, wenn ich einzelne Sachen kritisiere, in so eine Ecke drängen, als würde ich alle Polizisten kritisieren. Das ist großer Quark. Man muss ein waches Auge haben, und wenn man vorankommen will, muss man das, was schiefläuft, korrigieren, und zuerst muss man es benennen, anders geht es nicht. Und dann muss man es allerdings besser machen, und das unterscheidet uns, glaube ich, von vorher. Mancher, der jetzt schlaumeierig rumläuft und mich kritisiert, soll ja welche geben, die fordern meinen Rücktritt. Kann ich auch nicht mit dienen im Moment. Die da was anklagen und kleinteilig Fehler brandmarken. Die sollen mal gucken, was sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gemacht haben. Die Probleme, die ich heute habe, liegen doch im zu wenig Personal. Wer hat die denn nicht eingestellt? Ich doch nicht. Das waren doch die anderen, die vor uns regiert haben. Wer hat denn nicht für eine ordentliche Ausstattung gesorgt?
Wer hat denn dafür gesorgt, dass nordrhein-westfälische Polizei eine Ausstattung in der Steinzeit ist? Wer sorgt denn jetzt dafür, dass modernisiert wird? Das sind doch wir. Oder wer hat denn dafür gesorgt, dass wir im Kripo-Bereich nicht das haben, was ich mir natürlich wünsche? Das waren doch auch nicht wir, das haben doch andere gemacht, die in den letzten Jahren regiert haben. Aber eins ist auch klar, ich werde es trotzdem versuchen, auch wenn die da rummeckern und alles Mögliche fordern. Ich möchte auch weiter versuchen, bei dem Thema Sicherheit ein größtmögliches Maß an Gemeinsamkeit mit den demokratischen Parteien hinzukriegen. Weil ich feste davon überzeugt bin, dass für das Thema und auch für die Polizistinnen und Polizisten das ungeheuer wertvoll ist. Es war die Mühe wert, dass wir beim Polizeigesetz gewartet haben, dass wir uns angestrengt haben, dass wir andere überzeugt haben und dass jetzt ein Gesetz da ist, was eine breite Mehrheit hat. Polizisten brauchen nicht nur verbale Unterstützung, sondern auch praktische Unterstützung. Ich finde, es ist gar nicht schlecht für die Polizei, dass jetzt die CDU regiert.